Freunde aus dem Saarland, aus Lothringen, aus Elsass, aus Luxemburg und aus Belgien. Zuerst einmal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ein paar Informationen. Ich bin seit 20 Jahren im Bereich Tierschutz und Tierrechte aktiv und seit dem Jahr 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ich gehöre der Fraktion der konföderalen Linken, Europäischen Linken, der nordisch-grünen Linken an. Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass ich keiner Partei angehöre. Ich bin unabhängiger Abgeordneter. Zuerst einmal möchte ich mich bei dem Veranstalter, den Galgo-Freunden Saarlorraine, für die Einladung ganz, ganz herzlich bedanken. Aber ich möchte euch allen danken, die heute hier zur Demonstration erschienen sind, damit wir ein Zeichen setzen, dass wir diese entsetzliche Tierquälerei in Spanien und in anderen Ländern nicht länger hinnehmen werden. Jeder einzelne von euch ist wichtig, denn nur zusammen sind wir stark genug, um den politisch Verantwortlichen zu signalisieren, also der spanischen Regierung, dass wir nicht mit einer Politik einverstanden sind, die wegsieht, wenn es um Tiere geht. Die am meisten misshandelten Hunderassen in unserem geliebten Urlaubsland Spanien ist der Galgo, der spanische Windhund. Für Galgos ist aber Spanien die Hölle auf Erden. Jagdhunde aller Rassen werden in Spanien unter miserabelsten Bedingungen gehalten. Viele fristen ein trauriges Dasein in dunklen Verschlägen und sind ihr ganzes Leben nahe dem Hungertod. Diese Hunde sind für viele Spanier lediglich ein reines Jagdinstrument zum Benutzen, das nach getaner Arbeit entsorgt werden kann. Verantwortlich für die Misshandlung der Galgos sind die zigtausenden Galgoyeros, die Jäger, die sie abrichten und für die Jagd auf andere Tiere, vor allem auf Hasen und Kaninchen, benutzen. Galgos, die zu alt oder durch Verletzungen für die Jagd untauglich geworden sind, landen in Tötungsstationen, die sich wie ein Netz über ganz Spanien erstrecken. Aber es gibt noch viel schlimmere Methoden, sich der Hunde zu entledigen. Laut spanischen Tierschützern werden Jahr für Jahr 50.000 Galgos auf grausame Art und Weise getötet, indem sie ihre Besitzer einfach an einen Baum hängen. Es ist wohl die schändlichste Art, sich eines Tieres zu entledigen. Hierbei versucht das verzweifelte Tier, das gerade noch mit seinen Pfotenspitzen den Boden berührt, sich aus der Schlinge zu befreien. Die Spitzen der Hinterläufe schlagen dabei den Boden, während der verzweifelte Galgo um sein Leben kämpft. Deshalb nennen die Spanier diese Tötungsart auch gerne Klavierspielen. Spanien ist das einzige europäische Land, in dem diese Tradition von Jägern gepflegt wird. Ein unfassbar sadistisches Ritual, in dem diese Tradition fortgeführt wird. Denn die Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Aber was in Spanien geschieht mit den Galgos, den Stieren und auch den Tieren in der Landwirtschaft, diese vom spanischen Staat stillschweigend geduldete oder sogar legalisierte Tierquälerei ist jenseits aller moralischer Werte. Es ist wie immer so, wo Geld im Spiel ist, keine Moral mehr vorhanden. Der Hauptschuldige für diese perverse Tierquälerei ist die spanische Jägerschaft. Sie trägt die Verantwortung für dieses unermessliche Leid. Neben einer Regierung, für die das Wort Tierschutz ein absolutes Fremdwort ist. Was den Umgang mit den Tieren betrifft, ist Spanien eine Schande für Europa. Es wird immer gesagt, dass das EU-Parlament einschreiten müsse. In Artikel 13 des Vertrags von Lissabon heißt es, Tiere sind fühlende Wesen. Das allgemeine Ziel ist, sicherzustellen, dass die Tiere keine vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zu erdulden haben. Aber dieser Artikel bezieht sich nur auf die sogenannten Nutztiere. Und in dem gleichen Artikel steht unmissverständlich geschrieben, dass Heimtiere und Streunertiere im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Mitgliedstaaten liegen. Spanien missachtet zwar das zivilisierte Verhalten gegenüber den Tieren,
was in unserem Land mit dem Begriff Tierschutz umschrieben wird, aber nicht die von der EU verabschiedeten Richtlinien. Deshalb haben wir nur wenige Möglichkeiten, den Morden an den spanischen Galgos Paroli zu bieten. Hört nicht auf zu protestieren und auf die Barrikaden zu gehen. Hört nicht auf, Spanien anzuprangern, bis die Regierung geeignete Maßnahmen ergreift, um das grausame Hundemorden zu stoppen. Und boykottiert zuerst die landwirtschaftlichen Produkte aus Spanien. Lasst ihnen die Tomaten, die Trauben, die Paprikas und Gurken und all das andere frische Obst und Gemüse, das aus Spanien kommt, in den Regalen verfaulen. Boykottiert andere Produkte aus Spanien, ihre Oliven, ihren Wein, ihren Dosenthunfisch, bis sie aus den Regalen herausgenommen werden, weil das Verfallsdatum abgelaufen ist. Boykottiert das Urlaubsland Spanien, bis ihre Hotels leer sind und schließen müssen. Boykottiert alles, was aus Spanien kommt, bis die Galgomorde dort endlich aufhören. Nämlich diesen Druck haben wir in der Hand und ihn sollten wir auch ausnutzen. Ja! Und schreibt der spanischen Botschaft in Berlin von eurem Boykott. Klärt sie auf, warum ihr spanische Produkte boykottiert und warum ihr Spanien als Urlaubsland boykottiert. Formiert euch, kommt nach Brüssel und demonstriert auf dem Place de Luxembourg vor dem Parlament. Schreibt die spanischen Abgeordneten im EU-Parlament. Bombardiert sie mit E-Mails, bis ihre Postfächer überquellen, damit sie endlich verstehen, dass ihr das Wegsehen, wenn es um Tiere geht, nicht länger tolerieren wird. Und vor allen Dingen schreibt ihnen, dass wir weitermachen werden, dass wir auf die Straße gehen und nicht nachlassen werden, sie in der Öffentlichkeit anzuprangern. Und zum Schluss rufe ich von dieser Stelle unseren Companeras und Companeros in Madrid und Barcelona zu. Polos de Cheros, de los Animales, lucharemos hasta la victoria final! Ja.